Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuen Video, zu unserem neuen Vlog. Ja, habt ganz, ganz viel Spaß zuerst. Also ich habe gemerkt, dass ich keinen Anfang vom Vlog gedreht habe. Zuerst kommt natürlich ein kurzes Video bzw. Abschnitte, wo wir in Holland sind, in dem Geschäft von Daniels. Dann feiern wir ja Geburtstag von Hazeni. Ja, also habt viel Spaß. Wäre super. Das hat Hazeni hier von seiner Patentante bekommen. So ein Robby, ne? Ich weiß nicht, ist das so ein, aus Lego? Ist das so ein Lego-Teil? Ha? Ist das ein Lego-Teil? Ja, ein Roboter oder sowas. Ne? Ich bin ganz, ganz müde und kaputt, aber glücklich. Also Hazeni, Geburtstag war sehr schön. In kleinen Kreisen, total ruhig und ja, wir waren kurz in Holland, ja, und also bei diesem Daniels-Geschäft mit den Schwiegereltern und dann sind wir nach Hause gekommen, gegrillt, da habe ich jetzt nicht aufgenommen, ich habe einfach mir die Zeit genommen, tatsächlich für meine Familie, ich habe gedacht, ach, ich lasse die Kamera einfach weg. Ja, Kuchen und sowas stelle ich euch hier rein. Ich habe ja da, beziehungsweise ich habe da ein bisschen aufgenommen. Ja, genau. Alle sind weggefahren. Wir haben aufgeräumt, warum ich hier so mache. Ich massiere meinen Kopf, weil ich sehr, sehr müde bin. Ja. Aufgeräumt, so das Grobe, also Geschirr. Die Waschmaschine ist dreimal gelaufen. Ich sag zweimal, dreimal gelaufen. Ja, wir haben noch ein bisschen was über Fleisch und so. Das bleibt dann für morgen noch. Essen noch die Reste auf. Genau, die Patentante war da. Und die anderen Pateneltern sind weit weg. Die können nicht gesundheitlich, auch wegen ganz anderen Sachen nicht kommen, aber die haben gratuliert, telefonisch und auch per WhatsApp und alles. Ja, total, ne? Ja. Jetzt basteln die Jungs. Ich nehme vielleicht zwischendurch auf, ich wollte aber. Wir haben jetzt 9 Uhr abends, ich wollte aber vielleicht für 20 Minuten mich hinlegen, weil mir gehen wirklich die Augen zu. Ich erzähle euch nachher was. Ich nehme euch einfach nochmal morgen mit. Ich nehme also ne, nochmal am nächsten Tag mit, so ein bisschen. Weil jetzt passiert nichts Großartiges. Ich bin nur am Gähnen. Ich babbel noch später euch was oder am nächsten Tag eben, wie es so war halt, ne? Warum ich so müde bin, beziehungsweise ich kann jetzt eigentlich ganz kurz sagen, ja, weil die Kinder waren die ganze Nacht wach, also die haben sich so, die sehen die Cousins, ne? Die sehen ja sich super, super selten und es war so schön, er kommt schon her und grinst, es war so, so schön, dass sie die ganze Nacht wach geblieben sind und wir sind leise zum den Kühlschrank gegangen und haben Essen geholt.
Ja, ihr wart leise, du und Alisa wart leise, aber danach ist der Rest laut Nikita, geworden. Also Nikita und Nikita und Dennis und so, die sind dann super, super laut geworden. Ja, hihi, haha und Gelache und so, ne, wie die Buben sind mit Stimmenbruch und so. Ah, ne, also mein Mann hat versucht zu schlafen, er hat auch zwischendurch festgeschlafen. Meine Schwiegereltern wollten jetzt nicht oben ins Schlafzimmer, die haben dann auf der Luftmatratze hier im Wohnzimmer geschlafen. Natürlich gingen die Jungs immer wieder hoch, runter und die Getobe und so weiter. Also das war um bis zu 7 Uhr morgens. Danach waren sie K.O. Danach waren sie K.O. und dann haben sie geschlafen. Ja, fast 8 Uhr. Also, ja. Ja. Also, und deswegen konnten wir gar nicht schlafen. Ja. Weil es Ferien sind und sie sehen sich selten, dann war das ja ganz, ganz gut. Ist okay. Es war ja viel zu laut und ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir auch wegen der Anna Sorgen gemacht, weil sie ein paar Mal so so gezuckt ist, ne? Weil zwischendurch so dieses, ne, wenn man schläft, ein Tiefschlaf ist oder so, dann ist es halt super, super laut. Aber es war sehr, sehr, sehr schön. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kommen sie nochmal am Wochenende, also eine Woche später. Und also in der Woche jetzt. Das Video kommt ja für euch zwischen der Woche. Ich bin mir nicht sicher, Dienstag oder Mittwoch. Ja, auf jeden Fall Samstag. Dann haben wir vor, nach einem Freizeitpark zu fahren nach Niederlande. Wenn es klappt, also vielleicht kommen da die Schwiegereltern mit und bringen halt nochmal Alisa und Dennis. Dann haben sie auch Ferien in Hessen. Ja, und dann müssen wir natürlich auf jeden Fall auch fit. Die Personen darf ich nicht filmen, das ist ja auch klar, aber ich nehme euch so ein Part mit und so. Werde euch jetzt nicht zuvor sagen, dass wir dahin fahren, weil ich will da einfach nicht so direkt sagen, ja, wir fahren dahin. Und dann klappt irgendwas nicht und dann fahren wir doch nicht dahin. Also, ne, entweder einen Tag davor oder an demselben Tag, dann sage ich Bescheid, wo wir sind. Beziehungsweise ihr bekommt das in Instagram auf meiner Seite mit. Denn da poste ich ja Aktuelles überhaupt, ne, jeden Tag meistens. Genau. Und meine Instagram-Seite findet ihr ansonsten in der Beschreibung. Hier, ne? Unter jedem Video. Ich kann nicht mehr mein Handy halten. Die Jungs sind jetzt ins Esszimmer weg. Ich zeige euch mal, ja, die Sachen halt bringen, weil auf dem Boden ist unbequem. Halt solche Sachen. Ja, das ist Lego tatsächlich. Na, das habt ihr ruhig. Soll ich euch Licht anmachen? Ha? Schatz. Ja, mit dem Licht sieht man besser. Ja. Aber der sieht schon süß aus, gell? Der sieht schon süß aus. Wo ist eigentlich sein Kopf? Ah, da, Wir glaube haben ich, da noch da ein bisschen hinten. nicht aufgeräumt. Gucken. Und hier, Wo na, ist guck sein mal, der Kopf? Kopf ist wahrscheinlich da. Nein, das ist Bedienung, Fernbedienung, Schatzi. Kopf musst du bauen. Aber wie geil, also. Total süß. Thank you.
Ja, ein bisschen hier spazieren. Ja, wir haben einen neuen Tag natürlich. Gestern hat es wunderbar geklappt mit dem Basteln von dem Roboter. Also wir haben den Wally genannt, weil aus dem Film, der ähnelt sich ja total. Das ist ja auch der, ne? Also drauf steht hier nicht sein Name, aber okay. Wir haben ihn Wally genannt und wir möchten jetzt unbedingt die Eva oder wie die heißt, ne? Möchten wir auch bestellen und auch basteln. Also wunderschön hier draußen, also Wahnsinn. Die Kita ist mit Fahrrad. Wir laufen Richtung Spielplatz. Ist ein bisschen windig. Mein Haar fliegt überall rum. Hin und her. Ja, also. Wir haben uns entschieden, endlich wann wir nach Stuttgart fahren, nach Bodensee. Also in 2 Wochen. Wann genau, verrate ich euch später. Wenn es schon so in die Richtung, in die nähere Richtung kommt, dass wir dann schon fahren, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Wir sind auf dem Spielplatz und Anna. Komm, turnen ein bisschen. Ui, hoppala. So, jetzt laufen wir ein bisschen vom Spielplatz zum Aldi und holen uns ein Eis. Das Wetter? Ja. Sieht dunkel aus. Es ist 18 Uhr, aber ich weiß nicht, ob es regnet. Keine Ahnung. Aber wenn es regnet, dann werden wir eben nass. Wir sind ja nicht aus Zucker. Zum Aldi ist egal, welche Richtung. Willst du die Anna vielleicht auf dem Fahrrad hinsetzen? Aber es fängt an zu tröpfeln. Tröpfeln? Tröpfeln, ja, es regnet. Oder es nieselt. Was auch immer. Okay, wir wagen es, glaube ich, trotzdem. Ja, hier sind einige Hühner am Laufen. Сейчас соберутся, вон все курочки будут твое мороженое кушать. Ко-ко-ко. Anna isst ein Eis. Смотри, она сразу прижала к себе. Ja, ich habe jetzt auch schon meins auch gegessen. Oh, da läuft auch eine Ziege oder sowas. Ziege, gell? Ja. Mhm. Eine Ziege. Ich bin hier gerade am Gießen. Was ich entdeckt habe, die allererste Aubergine. Ja. Und ich glaube, ich habe noch eine Feige am Wachsen. Und zwar da unten. Das ist Feige. Das ist cool. Und da kommt auch noch eine Wurzel raus. Oh, wie schön. Ich freue mich mega. Ja, ein anderes Problem. Wir haben hier, glaube ich, Maulwurf. Der tut überall so, ja, Löcher machen. Da machen wir jetzt was unbedingt dran, weil es geht so nicht, ne? Wer von euch irgendwie einen Vorschlag hat oder irgendwie was erfahrungsmäßig hat, kann uns gerne in den Kommentaren schreiben, weil das ist unmöglich. Unmöglich, was hier abgeht gerade. Das wird hier auch schon sehr, sehr gut. Also ihr Lieben, diese Fliederbäumchen, das wird doch was sich wahrscheinlich ergeben. Ich bin so froh, dass ich das nicht aufgegeben habe. Ja, es fängt an zu wachsen. Ja, und das ist meine einzige Zucchini. Ich weiß jetzt nicht, ob da was irgendwie was wird. Also ich habe hier eigentlich alles schon im Garten weggeräumt, weil wächst nichts. Ja, das wächst nichts. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie noch Mühe geben soll. Also Gurken eventuell, ob da sich da jetzt noch was ergibt, dann ist schön. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch mal was im Garten pflanzen, also nur kräutermäßig dann und so halt Zwiebeln und Knoblauch, wenn so ja, das was halt wachsen wird, aber ansonsten
Ansonsten lasse ich das sein. Ist alles umsonst. Ich mache schöne Blumen überall und so. Und dann einige Kräuter nochmal anschaffen. So, die also die winterhart sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, was machen wir jetzt? Wir machen eigentlich nichts Großartiges. Ich gieße jetzt den Garten zu Ende. Mein Mann hat die Pumpe sauber gemacht vom Pool. Anna schläft, also ist hier auf dem Weg eingeschlafen. Und wir machen uns ein Tönchen an. Suchen ein Tönchen aus. Ja. Sehen Sie die Blumen nicht? Oder doch? Ich bin gerade am Gucken. Ja, diese Blumen, die passen gar nicht hier hin. Die sind, ja, die sind voll schief. Entweder haben wir das falsch gemacht halt. Die sind auch irgendwie gar nicht so gut am Wachsen. Die gehen so irgendwie kaputt. Ich weiß auch nicht. Also die sind ja wunderschön. Ich liebe ja solche Blumen. Ich liebe Blumen allgemein total. Aber irgendwie wird das nicht. Seht ihr, die ist gar nicht so aufgegangen und ist schon kaputt. Also die sind wahrscheinlich gar nicht für hier geeignet. Oder die sollte man tiefer setzen. Tiefer setzen, damit sie halt schöner blühen. Ne? Das ist anders sollte es sein. Glaube ich. Ja. Diese hier Studentenblumen, das würde ich immer wieder machen. Die sind tatsächlich bis zum tiefen Herbst. Die blühen und blühen und blühen. Richtig schön. Da hat man auch keine Probleme mit. Ja. Ich meine, es hat ein bisschen geregnet, aber trotzdem will ich die Blumen und so ein bisschen. Die hier habe ich hier, die war ja hier drin und die habe ich hier rausgepflanzt, die Dahlia. Die soll dann, ich glaube, da hat sie hier gemütlicher hier drin. Was ich möchte, noch mehr davon. In verschiedenen Farben gibt es sie ja wohl auch. Diese Schleierblume. Ja, die sind ja einfach herrlich, oder? Ne? Die sind winterhart. Die brauchen, die kann man nicht unbedingt viel gießen. Und ja, sind pflegeleicht, ne? So, dann mache ich mal hier weiter. Also ich habe gerade hier nochmal zwei Gürkchen gezupft. Ja, ich glaube hier wird es nichts. Also ich weiß jetzt nicht. Hier werden ja noch einige kommen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich lege die jetzt erstmal hier dran. Ich muss meine Hand abspülen. Hab mir jetzt beim Aldi nochmal, also wir waren ja beim Aldi gerade spazieren, noch so Corner-Pops geholt. Ich bin der Meinung, Moment. Ja, ja, zum Vergleich wollte ich gerade, also beim Rossmann habe ich mir die hier geholt, 125 Gramm, ne? Und die war beim Aldi 200 Gramm, also viel, viel größer, für 2 Euro irgendwas, ne? Also, perfekt, dann habe ich hier Vorrat. So, was wollte ich? Annas Joghurt. Oh, ich bin so müde. Auch nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Ups. Ich suche mal uns jetzt einen Film aus, was wir gucken können. Müssen. Ich muss hier auch noch morgen irgendwie die Tage mal aufräumen. Kennt ihr das? Immer wenn Besuch kommt, räumt ihr auf. Und immer wenn Besuch weg ist, muss man auch wieder aufräumen. Ja. Oh, was habe ich hier? So, jetzt suchen wir eine schöne Komödie oder einen schönen Liebesfilm, einen Roman. Schatz, warum hast du Fenster, warum hast du Tür zu beim Klo? So, ich mach mal leise. Ich weiß auch nicht.
Hey, guck mal, warum kann man nicht. Und der hat was anderes angemacht hier im Fernseher. Hallöchen. Wir haben den nächsten Tag. Meine Bahn spinnt. Also ich habe irgendwie in Stücken das Video aufgenommen. Ich wollte aber das Video, den Vlog hier jetzt beenden und für euch ein neues starten, weil wir uns fertig gemacht haben und fahren irgendwo hin. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Däumchen nach oben, über eure Kommentare. Sehr, sehr gerne. Bleibt gesund, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ja, und dann alles Liebe und bis morgen, bis zum neuen Video. Eure Xenia. Tschüsschen.